Große Geste schon vor dem Anpfiff in der Mannheimer Arena. Beide Teams zeigen sich solidarisch gegen den Krieg in der Ukraine. Große Emotionen auf den Rängen. Mehr als 11.000 Fans wollen den SV Waldhof gegen Eintracht Braunschweig sehen. Und die Gastgeber in Blau belagern gleich mal die Hälfte der Niedersachsen mit dem schnellen Anton Doncor. Und Dominik Martinovic mit seinem Abschluss in die vielbeinige Braunschweiger Deckung. Martinovic mit 11 Treffern, der beste Torschütze der Mannheimer. Der Waldhof in den ersten Minuten immer wieder wuchtig über die Außenbahn unterwegs, diesmal mit Marc Schnatterer. Und erneut beschäftigt Dominik Martinovic die Braunschweiger Deckung. Dieser richtig flotte Auftakt gefällt natürlich auch der feierfreudigen Kurve. Tolle Atmosphäre, nicht schön dagegen dieser Zweikampf nach 14 Minuten. Marc Schnatterer mit viel zu hohem Bein im Zweikampf gegen Robin Krause. Der läuft mit Platzwunde sofort in die Kabine. Es gibt Gelb für den Mannheimer Routinier für diese unglückliche Aktion. Die Stollen von Schnatterers Schuh im Gesicht von Krause. Der muss mit 5 Stichen getackert werden. Große Sorge auch bei den 400 mitgereisten Braunschweigern. Aber 5 Minuten später ist er wieder da, Robin Krause mit Turban. Und tolle Reaktion von Marc Schnatterer, der sich sofort bei seinem Gegenspieler entschuldigt. Genau so sieht Fairness aus. Das Traditionsduell danach bissig umkämpft und mehr ausgeglichen. Braunschweig mit einzelnen Nadelstichen in der Offensive. Aber ohne die ganz großen Tormöglichkeiten. Maurice Multaub mit der ersten Annäherung an das Mannheimer Tor. 37 Minuten gespielt, Freistoß Marc Schnatterer auf Marcel Segert und die Führung für den SV Waldhof. Nein, Marcel Kostli, er steht mutmaßlich im Abseits. Treffer zählt nicht. Und wie ärgerlich ist das denn? Der Ball wäre auch ohne Kostlis Kontakt über die Linie gegangen. Dann wäre das Tor regulär gewesen. Statt 1:0 also Freistoße Braunschweig, Torhüter Jasmin Fejsic. Und dann geht's blitzschnell. Robin Krause auf Brian Henning, der legt ab, Maurice Multaub und die Führung für Braunschweig. Unfassbar, nur 53 Sekunden nach dem irregulären Treffer der Mannheimer fällt im Gegenzug das 0:1. Klasse herauskombiniert und der frühere Heidenheimer Multaub mit dem satten Abschluss. Die Eintracht euphorisch, Mannheim dagegen muss sich erstmal schütteln. Und wieder Braunschweig mit Tempo und Brian Henning. Goalkick leer zur Ecke, aber offenbar regelwidrig. Schiedsrichter Bastian Danker zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Handspiel Gerrit Goalke. Mit dem Oberarm oder war es doch Schulter oder Brust? Es folgen minutenlange Diskussionen auf dem Rasen. Elfmeter oder doch nicht und dann nimmt Schiedsrichter Dankert nach Rücksprache den Elfer zurück. Kein Strafstoß, eine mutige Entscheidung des erfahrenen Bundesliga-Referees. 0:1 zur Pause in einer denkwürdigen Spitzenpartie. Zweite Hälfte, 2 Minuten gespielt, Einwurf Kiewski auf Leon Lauberbach, bedrängt von Goalke. Lauberbach bringt dabei die Flanke in die Box und da ist wieder Maurice Multaub. 0:2. Braunschweig mit breiter Brust und dem Blitzstart aus der Kabine. Klasse Aktion von Lauberbach. Sehen wir hier nochmal, der beinahe akrobatisch den Ball noch nach innen zieht. Und zweiter Treffer des quirligen Multaub gegen schlafmützige Waldhöfe. Die Eintracht hat Mannheim im zweiten Durchgang kalt erwischt. Und es kommt noch schlimmer. Eckball Braunschweig, wieder Multaub. Und Michael Schulz mit dem 0:3. Ausgerechnet der frühere Mannheimer Schulz trägt sich auch noch in die Torschützenliste der Gäste ein. Die Waldhof-Defensive jetzt auch
bei dieser Standardsituation. Von der Rolle, 54 Minuten gespielt. Schon jetzt alles entschieden. Trainer Patrick Löckner ernüchtert, aber die famosen Mannheimer Fans feiern trotzdem, weil sich der SV Waldhof einfach nicht hängen lässt. Weiter volle Pulle, das Braunschweiger Tor ansteuert über Dominik Martinovic. Der Torjäger ständig in Bewegung. Aber an diesem Sonntag, wie alle anderen, glücklos. Und dann noch dieser Traumpass von Marco Höger auf den eingewechselten Baris Ekincir. Der scheitert völlig freistehend an Keeper Fesic. Nicht einmal der Ehrentreffer ist den aufopfernd kämpfenden Mannheimern vergönnt. Die Anhänger singen und tanzen dennoch bis zum Ende. Wahnsinn! Der SV Waldhof verliert gegen Eintracht Braunschweig mit 0:3. Ein ganz bitterer Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze.